Auch wenn wir alle hier an der Börse gerade noch dabei sind, das gigantische, heute beschlossene Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank zu verarbeiten, wollen wir uns an dieser Stelle natürlich auch mit den relevanten Konjunkturdaten beschäftigen, die uns am Freitag, dem 23. Januar 2015 erwarten. Es geht los am Morgen um 2.45 Uhr schon mit dem HSBC-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, also für die Industrie in China. Hier die vorläufigen Zahlen für den Monat Januar. Man rechnet mit einem leichten Rückgang auf 49,5 Punkte. Das ist gar nicht so gut, denn erst ab der Schwelle von 50 Zählern wird hier Wachstum angezeigt. Dann haben wir um 8 Uhr die Aufträge im Bauhauptgewerbe hier in Deutschland im Programm stehen. Das betrifft dann die Zahlen aus dem Monat November. Um 9.30 Uhr kommt dann der vorläufige Einkaufsmanager-Index für die Industrie in Deutschland im Monat Januar heraus und ebenfalls um 9.30 Uhr der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor im Monat Januar, auch hier die vorläufigen Daten. Um 15.45 Uhr bekommen wir dann den Market-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, also für die Industrie in der größten Volkswirtschaft der Welt, in den USA. Hier sind es ebenfalls die vorläufigen Daten. Da rechnet man mit einem leichten Anstieg auf 54,1 Punkte. Und um 16 Uhr gibt es dann noch Daten vom US-amerikanischen Immobilienmarkt. Hier der Verkauf bestehender Häuser im Monat Dezember. Annualisiert rechnet man mit 5,08 Millionen Einheiten. Das wäre also eine leichte Steigerung gegenüber dem Vormonat. Und auch wenn wir das jetzt hier nicht grafisch für Sie haben, gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die Quartalszahlen vorlegen werden. Zu den prominentesten Vertretern gehören dabei General Electric, McDonald's und Kimberly-Clark.